Willkommen zurück, Freunde, bei Retro City Rampage und Controller ist so zu spinnen, danke. Ich fange jetzt gleich mal an zu lenken, weil ich ganz. Ah, jetzt. Wieso glaubst du hier nicht tot zu sein, Dreister? So, was wir machen wollen, sind die Main-Missionen. Oh, Drecksack. Nebenmission. Das ist aber der Hand. Das ist so weit. Ich töte dich, du wirst für dich. Ich spiele, wo ist denn die Tüste? Wo ist die Planet gestorben? Du musst gehen. Los. Schön, wir gehen da draus. Also, du kriegst es. Das war knapp. Yoshi Bike. Bikosaur. Ja gut, das hat dann nur bestätigt, was ich meinte. Ich war mit meiner Freundin so. Costa Banschelig, um mir einen Antrag zu machen. Sie ist übrigens ziemlich anspruchsvoll, ich brauche also mehr als ein Ding. Du musst mir etwas aus der Art Gallery holen. Die Galerie? Die Galerie, die diese Bande führte, das Ding? Ich weiß nicht, das ist ein Leben mit einem Kollegen. Meine Meinung ist, das ist nicht alles inklusive. Was ist mit den Spesen? Hier, nimm meine Pistole. Ich brauch sie nicht mehr, ich leg jetzt für die Liebe. So hat Gary ein bisschen Lieben wäre nett. Bikosaur! So, wahrscheinlich werden wir direkt sterben, wenn wir da dran sind. Aber ihr werdet immer. Du wirst, ich hab das überlebt. Ah, okay, du bist die Stufe gescheitert. Du bist tot. Aber, so jetzt habe ich dann minus 2, weil ich bin ja Stufe 9 versuchen, ja. Hüpfen ist einer besten Hilfsmittel, um Feuerangriffen und heranschneidende Fahrzeuge auszuweichen. Oh, ja, ich darf hier drin anfangen. Wunderschön, ich liebe dieses Spiel. Skulptur zu Milky. Milky heißt natürlich interessant. Spiel, warum spackst du jetzt ab? Yay, Skype! Oh Mann, bist du lahm.
Epic Ever 1 Loader. Bullet Clips. Nolan's Arcade. Santorin haben wir hier. Milties! So, da haben wir deine Statue. Sollte sie sich erkennen, wenn sie heute Abend diesen Kopf sieht. Können sie mir jederzeit wieder frische Milch holen. Frische Milch? Geht aufs Haus, wir haben gerade ein paar frische Biber reinbekommen. Oh! Oh! Ah, komm, hol uns einfach meine Milch. Ein Pint Milch bitte. Milch gibt es jetzt gratis in Milkies. Ich denke, die Milch ist schlecht. Erfolg freigeschaltet. Feeling groggy. Boah, schlecht. Nee, ist nur die fizische Schokolade, die ich mir haben habe. Boah. Neues Stil freigeschaltet. Barkeeper. Ich bin besoffen. Ey, cooles Sombrero. Ich kann mir nichts vorwerfen, ich bin besoffen. Oh, ich bin nicht mehr zurück. Das kann ich nicht mehr vor. Warte, wenn ich mich richtig erinnere, war hier was im Park versteckt. Ey, du hast auch eine Konfusion, mein Kumpel. Ah, ja, genau. Ah, erinnert sich das hier schon an irgendwas? So ein bisschen? Ich bin eine Null. Ich muss meine Hose finden. Hier, nimm mein Schwert und mein Labschild aus Karton. Yay, neue Waffen! Hör die Büsche kurz und du wirst großzügig belohnt. Aber falls du es vergisst, im echten Drama sollten sich die Schwerter niemals kreuzen. Oh ja. Ja. Ah, genau, das zeige ich euch einfach mal. Hier ist so. Drücke, um mit der Y und mit der Chaos-Tour anzufangen. Strauchschlitzer 101. So, ich muss Sträucher schlitzen. Ja. Geld lasse ich liegen. Es geht schließlich auf 3. Hier sind überhaupt nicht genug Sträucher. Scheiße. Quatsch. Ah, Sträucher. Und hier ist so eine Mantelapparate, durch können wir uns vielleicht mit Zeit verstecken. Alter, das bewegt sich ja kaum voran. Wie soll man das schaffen? Zack. Weißt du, dass ich auf meinem anderen Spielstand, also auf meinem 3DS, nie geschafft habe? Alter, wie viele Sträucher soll man da kaputt machen? Ja, so viele Sträucher gibt's hier gar nicht. Das ist unmöglich. Stufe gescheitert. Oh. Spieler wie Eric Scammer, ja, das ist mein Steam-Account. Deswegen, ja. Wir können uns eine Wiederholung ansehen davon. Finde ich echt ganz cool. Aber ich will zurück zum Spiel. Wir wollen ja weitermachen. Die Waffen haben wir übrigens immer noch. Und was ich echt lustig finde, ist die Sandspülung, dass halt auch in den Büschen Geld versteckt ist. Und wer jetzt nicht weiß, worauf das eine Anspielung ist, der geht bitte in die Ecke und weint. Denn er ist dumm. Bist du ein Trott? Coole Frisur. Warte, hier liegt ein Mantelapparat rum. Yeah. Das 5 Sekunden, um auffällig
zu werden, um unauffällig zu werden. So. Gut. Und hier, Münztelefon anschauen. Hey, schau, da hat einer eine Nummer raufgeschrieben. Evergreen Landschaftsarchitektur 555-6832-742. Yay, Flyer, einen von 32 gefunden. Also, es gibt hier keine Lösung. So, Leben aufgefüllt und wir können weiter. H. Thompson. Ja, wer das wohl ist. Und wer auch nicht... Oh, und hier haben wir noch sowas. Collectible Beutesack, einen von 32. Dann gab es aber noch so... Es gibt insgesamt drei verschiedene Arten von Collectibles hier drin. Die wir wahrscheinlich alle über die Zeit so ein bisschen finden werden. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel 100% schaffe. Habe ich nämlich auf meinem eigenen Spielstand, der auf meinem DS ist, selber nicht. Aber hier ist noch ein Telefon. Hey, schau, da hat er was. Doc Chocks Elektro Reparaturdienst 554385. Hey, Flyer, 2 von 32. Die sind halt überall versteckt. Die zu suchen wird aber extrem lang. Ich will mitfahren. Na, ah, komm. Na, hey, geil. Hier ist ein Spray for Pay. Hatten wir das schon mal benutzt? Ich glaube nicht, Spray for Pay. So Waffer gefunden. Ja. Der Hydrant. Hydranten schleudern uns übrigens hoch durch den Wasserstall, der da rauskommt. Falls man das nicht bemerkt hat bisher. Hier ist ein Kaffee. Da ist der Kaffeeladen. Der, Kaffeegeschwindigkeit. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Das geht das Hammer. Erstmal noch ein Telefon. Ruf Gingis. 555-1209. Wir gehen wir doch mal hier ran. Was ist das? Taste the Sewer. Giftpilze kaufen. Fußpilzjoghurt, Pilzsuppe. Alter, eklig. Fußpilzjoghurt, lecker. Das sind auch coole Figuren. Die erinnern mich an doch an wen. Schreibt doch mal in die Kommentare, an wen ihr euch erinnert. Horn war, glaube ich, ein Waffengeschäft, wenn ich mich erinnere. Ja, diese Folge wird einfach mal die Stütze ein bisschen erkundet. Flash Pins. Hier war, glaube ich, ein Beutelsack versteckt. Also, ne, das sind Molotov. Molotov, Gott sei Dank. Bam! Oh, das war nur die Kaffeegeschwindigkeit, die aufgehört hat. Ich will aber lieber Schild und Schwert. Was haben wir hier eigentlich drin? Ach ja, das gehört zu einer späteren Mission, ich erinnere mich. Hat aber jetzt noch keine Bedeutung und deswegen werde ich auch nicht zu viel darüber verraten oder so. Ups. Ich hab's zwar kaputt gehört, aber Weinkisten für die Flitterwoche. 555-8039. Flyer 4 von 32. Tootstools Tattoos. Und an wen das anspielen, das sollte klar sein. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Willkommen bei Tootstools Tattoos. Wir haben eine klassische Ausbildung mit Brandflecken und Kugelschreiberstil. Yay. Was haben wir denn für Tattoos? Milchkahn im Kuchenbus. Hier sind sich freigeschaltet und... Oh, rockiger Zucker. Trampler, Tattoo-Freak, space2steel.com. Wir gehen mal, vor allem weil die echt teuer sind. 5000 habe ich gerade eins gesehen. Ich will natürlich das Radio ändern, aber das können wir ja gerade nicht. Aber die Musik ist auch so echt cool. Ah, ein Telefon. The Kid macht kurz einen Prozess. 555-1879-BT. Naja, 5 von 32. Wir gucken jetzt einfach wirklich die ganze Folge, die ja nur noch eine Minute lang ist, deswegen mache ich das überhaupt. Und dann in der nächsten Folge gehen wir uns an die nächste, zweite Bildmission. Das wollte ich gar nicht, läuft der Typ mir genau drunter. Rick's Radio und Uhrenreparaturshops. 555-7268. No reruns, just runs. Oh scheiße, Sackgasse. Folge ist ein Glück zu.
hab vom Motorrad geschmissen, aber... Go, go, Busters! Dann muss ich. Keine Angst, ich bin kein Fiesling, wenn du mir glaubst, ruf an 555-2368. Was haben wir denn hier? Bullet Clips. Warte doch. Ach ja, genau, ein Friseur. Hey. Komm, holen wir uns noch schnell eine neue Friseur, bevor wir den Folge beenden. Was nehmen wir denn? Komm, wir nehmen den mal, den Actionheld. So, und jetzt sehen wir ein bisschen aus wie Rambo. Ist sowieso auch in allen Katzen so. Egal. Also Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Heißt übermorgen. Bei Joseph Mirandage. Bis dahin, macht es gut. Ciao.